Meine Lieben, und damit ein ganz herzliches Ahäuse. Wir sind hier bei einem, ich nenne es jetzt mal, glaube ich, eher Secret Boss. Und was ich so, ich habe, wenn es das ist, ich glaube, es ist dieser Boss, ich habe noch nie gemacht. Es soll wohl einer der schwersten Bosse sein im Spiel, habe ich aber auch nur gelesen. Vielleicht irre ich mich, wir gehen erstmal rein. Oh, verzeiht mir. Falls ich recht behalte, wird das jetzt knackig, falls es dieser Boss ist. Alles weitere, sobald wir reinkommen. Ich werde mit Asche spielen, safe. Damit es mich jetzt nicht stört, tun wir das wieder raus. Der Weg hierhin war sehr anstrengend, ich bin sehr oft gestorben. Und alles weitere müssen wir jetzt mal schauen. Ich versuch's einfach mal. Drückt mir die Daumen. Wir gehen mit einer Asche rein. Erster Versuch. Wir sind leveltechnisch 164. Normalerweise sollte das langen. Aber ich glaube, ich kann mich hier auch schnell niedermähen lassen. Niedermähen lassen? Na gut. Wir gehen einfach mal rein. Also ein bisschen buffen. So. Boom. Mana-Trank und wir gehen rein. Eben, sie ist es. Ich habe ein bisschen Angst. Besteht aus zwei Phasen, das habe ich schon gesehen. Gibt es viele Videos schon dazu, aber noch nie gemacht, noch nie angegriffen. Noch nie geübt, ihre Kombos auswendig gelernt, wie ich hier auszuweichen habe. Ich werde es versuchen mit ausweichen. Ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit. Die hat eine sehr große Range, die hat auch ein Katana. Und ihr fehlt ein Arm. Noch? Hat sie nur einen Arm? Ah, nee, die hat so eine Prothese. Ah ja, okay. Hab die Katze noch nie gesehen. Was ich von ihr weiß, ist, dass wenn sie mich trifft, dass sie sich dabei auch heilt. Das ist nochmal zusätzlich schwer. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Eieiei. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Rüstet sie sich schon aus für den Kampf? Heed my words. I am Melania. Miquela, Malenia, Malenia, Malenia. Ich bin aufgeregt, okay, jetzt geht's los, oh mein Gott. Alter. Alter. Alter, also Asche raus und ruf. What? Oh Gott, die greift ja direkt an. Wir sind tot. What? Okay, krass. Wow. Wow. Na. Damit habe ich nicht gerechnet. Versuchen wir es gleich nochmal. Wow. Okay. Goldener Schuh. Flamme gibt mir Kraft. Reiner. Sie kommt, sie kommt! Alarm! Warum treffe ich sie nicht? Hä? Okay, in der Animation geht das nicht. Ach du Scheiße! Ich find's krass, dass ich sie in der Animation irgendwie nicht... Also Schaden ist natürlich OP. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Oh my gosh. What the fuck. Eieiei.
Brauchen wir nicht drüber sprechen, der Schaden ist gut. Aber wenn die mich einmal hat mit ihrer Combo, Alter, die zerlegt mich ja. What the fuck. Aber unsere Asche ist halt auch saustark. Sau, sau stark. Wow. Vielleicht versuche ich doch mal mit Schild. Wir gucken mal, ob wir da ein bisschen was blocken können. Vielleicht ist da was möglich, aber keine Ahnung, ob es klappt. Wow. Scheiß die Wand an. Oh, das war jetzt richtig fail, egal. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Das macht gut Schaden. Aber ich muss bei der Combo aufpassen. Boah, beinahe hat man es geschafft. Okay, also mit Schild ist schon mal gut. Ich muss mal das Block ein bisschen üben. Vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit dem Schild so geht. Das ist natürlich heftig. Oh Gott, was passiert jetzt? Ach du Scheiße. What? Lol. Nee, so geht das nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige drücke. Eklig, eklig. So, erstes Mal Phase 2. Gucken wir mal rein. Ja, ich mach's ohne Blocken, keine Ahnung. Bin ich kein Fan von oder ich krieg's nicht hin. Falsches Schild, ich weiß es nicht. Phase 2, okay. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt wieder mal. Der Puls steigt, ich fühle, wie das Herz klöpfelt. Klopf, 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 klopf. Ich will ihre Waffe. Ich will ihre Waffe. Aber für mich ohne Asche. Oh ne, kein Bock. Gibt's genug Pros, die können das. Easy beasy. Die lachen mich ja aus, aber für mich muss nicht sein. Ich brauche die Asche. Ich will sie Asche. Oh Gott. Okay. Controller vibriert. Hehe. Okay. Aha. Okay. Ach, die ist auch noch blind. Na gut. Ach du Scheiße. Ah, Schmetterlinge. Mhm. Okay. Und nun verrottet. Also erstmal von Weitem so ein bisschen gucken, wie sie sich gibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Direkt reingeschissen, nice. Wow, was? Sie macht Scharlochfäule, okay. Krass. Ah, Scharlochfäule, ich hab's mir gedacht. Alter, Alter, Alter. Ich sterbe, ich sterbe. Ich hab's mir gerade schon gedacht. Scheiße. Mit der Scharlachfäule ist natürlich ekelhaft. Alter, das ist so krass. Das ist so krass, wenn das mich am Anfang erwischt. Wir müssen da irgendwie wegrennen, ne? I am
Boah. Okay. Jetzt hat er nicht meine Doppelklinge, aber ist egal. Boah, das ist so ekelhaft. Ja, tot. Scheiße. Knackig, 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 knackig. Also ohne Asche, boah, wäre mir zu anstrengend, ganz ehrlich. Ich meine, es ist so schon knackig, die zerhackt dich ja wirklich hier nonstop weg und so. Jetzt ist es wichtig wegzurennen. Hä? Ich weiß nicht, wie ich hier ausweichen kann, ne? Ohne Scheiß. Keine Ahnung. Heftig. Boah, Scharlachfäule drauf, okay. Ich sterbe, ich hab's gewusst. Ich... Scheiße. Da war ich zu ungeduldig. Wie sie da komplett ausrastet. Wow. Einfach wow. Keine Chance, keine Chance. Aber es war knapp, es war so knapp zwischendurch. Ah. Okay. Okay. Also ich mache es mal ein Päuschen. Ich versuche es später nochmal, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal oder bis dann, bis später, wie auch immer. Tschüss. Ich habe jetzt nochmal auf 2 Hand gewechselt. So, Phase 1. Jetzt gucken wir mal, ob wir die irgendwie aus der Ferne bearbeiten können, mit der Attacke hier. Das ist mir lieber, mit meinem Skill, als alles andere. Oh, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen das Ganze abpassen können. Ey, ich bin schon wieder aufgeregt, weil eigentlich der Run gerade ganz gut ist. So. Und jetzt schaffe ich das, ich krieg zu viel. Oh, ich bin so aufgeregt gewesen. Also für mich war die einfach echt sauschwer. Sie war sauschwer. Für meine Skills. Also wirklich Grüße gehen raus an alle da draußen, die das mit Level 1 schaffen. Parieren. Ohne Schaden, die da wegzumachen. Grüße gehen raus und Respekt an alle, die das können. Für mich ist das nichts. Ich kann es nicht. Respekt. Mein Respekt habt ihr. Wahnsinn, dass ihr das könnt. Ich muss einfach den Charakter so hoch leveln, dass das Vieh einfach reinbürnt. Ich bin froh, dass ich das jetzt mit dem Dolch gemacht habe. Ich wollte jetzt den Dunkelschmiedestein aufheben, weil es gibt noch so eine Doppelklinge. Irgendwie mit Blutungsschaden. Das ist auch so eine, die ich ähnlich schon hier habe, aber es ist sie nicht. Und da gibt es irgendwo auch einen Gegner, der die droppen kann. Jetzt ist die Frage, hatte ich nicht diese Doppel... Ah ne, das war vom Boss hier. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Das war...
Die hieß auch Doppelklinge irgendwas. Die will ich auch mal hochskillen. Die scheint auch übelst OP zu sein, wenn man die hochgeskillt hat. Ah ja, die Gargoyle-Doppelklinge. Aber die meine ich nicht. Also es gibt da wohl irgendeine Doppelklinge mit Blutungsschaden. Die würde ich gerne auch mal ausprobieren wollen. Ob ich das jetzt hier in dem noch mache oder New Game Plus, müssen wir mal gucken. Also das wäre jetzt auch noch so eine Idee, die ich habe. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich sie besiegt habe. Oh, Gott sei Dank. Wow. Sau schwer. Für meine Skills. Also, wie gesagt, Grüße gehen raus an diejenigen, die das so easy peasy gemacht haben. Respekt, den habt ihr von mir. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Boss-Fight wieder, meine Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.